Hallöchen ihr Lieben, so herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Me Play It Online. Und ihr seht schon, ich mache die LAN-Welt wieder auf, denn wir kriegen wieder Unterstützung, damit das Ganze hier auch vernünftig läuft und wir schnell genug vorankommen. So, ja, irgendwie ruckelt hier gerade alles, mächtig kräftig. Bei dir auch? Du kommst gar nicht rein. Warum kommst du gar nicht rein? Oh. Vielleicht ruckelt es deswegen ein wenig. Müssen wir mal schauen. Ja. Musste eben auch ein bisschen was umstellen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch wieder eingestellt. Werden wir mal sehen. Gucke ich nachher nach. Du kommst gar nicht hier rein auf die Welt. Okay, dann müssen wir mal rumexperimentieren, was da los ist. Probier nochmal dich einzuloggen, bitte. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Kabel zu dir doch eine Macke weg hat. Dass hier generell so ein bisschen das Netzwerk schwächelt. Jetzt bist du drin, na wenigstens etwas. So. Haben wir dir mal ein bisschen getreten, dann funktioniert das auch da. So. Nein, so krass ist es nicht. Ich hoffe nur, dass das mit dem Hängen so gleich ein bisschen aufhört. Bist du denn so warm? Ne, eigentlich nicht. Dem sollte es eigentlich gut gehen. Ja, wir sind ja immer noch dabei, hier das Ganze ein bisschen auszubauen, ein bisschen Platz zu schaffen, beziehungsweise während Ando hier am Platz schaffen war, hatte ich ja schon mal angefangen, hier unten das Ganze ein bisschen aufzubauen und muss jetzt natürlich gucken, das Ganze muss natürlich jetzt mehrfach geklont werden, mehrfach nebeneinander. Da muss ich noch gucken, wo ich das mache mit den Bahnstationen, wo ich das mache mit dem Runterführen der Waren. Da kommt noch so einiges auf mich zu. Ich denke mal, dass ich die Bruchsteine hier aber setzen werde, dass ich an deren Stelle dann die Ziegelsteine hinbringen werde. Ich denke, das ist am sinnvollsten. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach so, hier hatte ich beim letzten Mal die Glock gebaut, die könnten wir im Prinzip jetzt erstmal wieder stilllegen. Da haben wir aber gerade keinen Schalter für. Was haben wir denn überhaupt jetzt noch dabei? Also, ich habe ein paar Spender. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr, denn davon werden wir eine ganze Menge brauchen. So. Das wird allerdings auch nicht lange reichen, was ich hier habe. Das ist nämlich alles noch viel zu wenig. Aber wir sollten ja jetzt einiges an Bruchsteinen da oben liegen haben. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier unten ein bisschen was an Kisten fertig mit Material, das wir definitiv brauchen werden. Dass wir da nicht immer hin und her laufen müssen. Ich denke, das ist jetzt am Anfang am sinnvollsten. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo muss ich denn hier überhaupt lang, ohne direkt wieder runterzufallen. Mann, das hängt aber jetzt ganz schön dolle. Das muss ich auf jeden Fall nachher nochmal umstellen. Ich glaube, das ist einfach, weil ich die Videoaufnahme jetzt so hoch habe. Ja, das zeigt er mir auch gerade an, dass es deswegen so langsam ist. Gut, da muss ich die nachher, wenn wir die andere Aufnahme machen, ein wenig runterschalten, dann sollte das auch nicht mehr ganz so schlimm sein. So, jetzt machen wir aber erst noch ein paar Spender fertig. So, und dann nochmal. Ich hoffe, dass zumindest die Audioübertragung dann jetzt einigermaßen flüssig ist, nicht dass die auch noch hängt, aber normalerweise sollte die eigentlich ganz gut rüberkommen und nur die Grafikleistung gerade ein bisschen in die Knie gehen. So, 34 Spender, das wird immer noch nicht reichen. Da werde ich definitiv noch mehr brauchen. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen was an Bruchsteinen gesammelt. Da kann man dann schon mal ganz gut mitarbeiten. So. Sehr schön. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal so 50, 60 Spender fertig. Das sind auf jeden Fall dann schon mal ein paar für die ersten Kisten. Dass wir die dann schon mal fertig haben. So, ich pack mal da rein, da können wir auch noch welche draus machen. Waren das schon wieder alle Bruchsteine? Mann, 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 Mann. Aber gut.
So, sonst haben wir davon gleich eh zu viele mit uns unterwegs. Haben wir noch irgendwo Kisten in den Kisten? Hier haben wir nur Erde, hier haben wir aber auf jeden Fall Holz, was wir da auch hätten, aber gut. So, direkte Kisten haben wir keine mehr. Da brauchen wir auch noch eine ganze Menge von. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, was generell an Holzvorrat noch da ist. So. Werde ich jetzt aber erstmal hingehen und mal gucken, dass ich da unten eine Kiste halt platziere mit den ganzen Sachen, die wir brauchen. Also Spender, Komparatoren, Repeater, Redstone. Das ganze Zeug, das werden wir ja in Massen brauchen. Dann haben wir aber wenigstens den Vorteil, können wir uns die das mal ein bisschen abschauen immer. So. Die Ziegelsteine. Na. So, da packen wir jetzt schon mal die Spender rein, Redstone rein. Die Ziegelsteine, die brauchen wir. Das brauchen wir alles. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich mal hochgucken, was noch an Redstone alles vorhanden ist. Du kannst im Prinzip alles schon abreißen, was da jetzt ist. Wir brauchen nur noch einen Weg hoch und der Rest ist eigentlich egal, der Rest kann weg. Dann werden wir nämlich erst nachher mal die Mauern auch ziehen. Auch die Kisten. Bis auf was hier ist, wo du jetzt gerade hier dran stehst, das nicht. Aber alles, was so in der Mitte ist, das kann weg. Weil das hier hatte ich mir jetzt neu aufgebaut, damit ich testen konnte, ob das funktioniert. Und Dann brauche ich doch so wird das eine jetzt. Axt. Eine Axt brauchst du. Habe ich, glaube ich. Nee, ich habe nur noch eine Dingsaxt dabei. Moment, ich gehe dir eine holen. Ich muss sowieso mal reingucken gehen, dass ich, was ich da noch alles habe. Macht nichts. So, dann schauen wir mal, dass du eine vernünftige Axt bekommst. Ich glaube, ich gebe dir sowieso dann noch eine ganz gute Axt mal mit. Dann kannst du nämlich mal schauen. Ah, ich habe noch gar nicht so viele Level wieder, ne? Muss gleich auch mal gucken. Na, ich habe noch welche eingelagert, okay. Ich würde dir dann nämlich auch noch eine Axt oder so in die Hand drücken, dass wenn du schon einmal hier bist, dann auch schauen kannst, wie. Oh. Wo haben wir denn Kohle? Irgendwo hatten wir Kohle. Ich glaube, da drüben hatten wir Kohle. Ja, wunderbar. Dass du so ein paar Ressourcen vielleicht noch sammelst, die gebraucht werden. Dann kriegen wir das wenigstens gut umgesetzt. So. Der ist am Feuern. Da können wir was rausziehen. Da können wir was rausziehen. Und da hoch. Wunderbar. So, dann packen wir da direkt noch mal ein bisschen neu rein. So. Wunderbar. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier in der Welt überhaupt noch Diamanten? In den anderen Welten hatte ich jetzt so viel. Oh, nee. Hey. Nee, ist ja kein Thema. Hier habe ich aber noch eine Axt, eine Diamantaxt. Wenn ich die vorher repariere mit den zwei Diamanten, müsste das reichen. Hier habe ich ja noch gutes Werkzeug. Damit kann ich dann bei Bedarf unten mal buddeln gehen. Ja, machen wir das so rum. Probieren wir das mal. Entweder das geht gut oder nicht. Und dann müssen wir halt demnächst nochmal Diamanten sammeln gehen. Ist ja nicht das Thema. So. Jetzt haben wir eine etwas bessere Axt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir die noch verzaubert kriegen. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben hier die Level rausziehen. Hab ich da gerade ein Skelett stehen sehen? Tatsache, da steht ein Skelett. Was machst du denn hier? Weg da, zisch dich. Gut, dass das nur ein Skelett ist und kein Creeper. Definitiv Licht hierhin, definitiv. Na, so. Nicht, dass uns sonst hier der ganze Apparello um die Ohren fliegt. Ja, da müssen wir gleich schlafen gehen. So, einmal, zweimal, dreimal. So. Was brauchst du? Futter. Habe ich in der Tasche. Kannst du dir gleich, wenn du hier geschlafen hast, kannst du auch was essen. So.
Dann bekommst du jetzt erstmal was zu essen. Stopp, 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 stopp. Ja. Und wenn du kurz ein Momentchen wartest, dann gehe ich dir eben nämlich die Axt verzaubern. Irgendwo habe ich doch Lapis Lazuli gehabt. Da haben wir doch Lapis Lazuli. So. Das da rein. Und jetzt hoffen wir mal Effizienz zumindest. Ach, nur Effizienz. Schade, ich hätte gerne noch Behutsamkeit, Haltbarkeit gehabt. Oben haben wir auch kein Buch mit Haltbarkeit, oder? Boah, ich renne hier überall gegen, weil er so stockt. Schärfe, Wasserläufer, Schutz, Effizienz, Stärke, Behutsamkeit, Behutsamkeit, Stärke. Siehst du, hier hättest du genug Behutsamkeit. Und Effizienz. Ich gehe mal eben gucken, ob ich noch Haltbarkeit drauf kriege eben. Wäre mir ganz lieb für die Diamanthake. Axt. Nee, warte mal damit. Es ist nie verkehrt, mal wirklich, da haben wir schon mal Haltbarkeit 1. Es ist nie verkehrt, wirklich mal vernünftiges Werkzeug zu haben. Das ist auf Dauer auf jeden Fall besser. Ja, nehmen wir mal die Effizienz. Federfall, Effizienz, Effizienz. Nehmen wir die Effizienz. Jetzt kann ich noch eine verzaubern. Entweder die geht gut oder nicht. Glück des Meeres 2. Ja, das nehme ich aber auch mal. So. Nö, nee, dann kann ich hier nur Haltbarkeit 1 drauf machen. Ist aber immerhin besser, weil dann hast du doppelte Haltbarkeit. So, wo hatte ich das jetzt? Effizienz, Haltbarkeit da. So. Liegt am Amboss. So. Packen wir die Bücher wieder weg. Und den Kletterer Dutch von dem Skelett nehmen wir auch mal eben hier direkt unten weg, bevor ich das jetzt alles mit mir rumschleppe immer. Ist ja auch blöd. So. Dann geht's wieder aufwärts. Und jetzt sind die guten Sachen natürlich alle da hinten in der Kiste, glaube ich. Das heißt, ich muss jetzt erstmal da runter an die Kiste und die guten Sachen rausholen. Zack, einmal runterstürzen. Die Wolle kann ich hier auch wegmachen? Nein, die Wollblöcke, die grauen Wollblöcke nicht toll. Das hat halt so geruckelt, dass ich einmal drüber gesprungen bin. Haha, voll Idiot im Einsatz. So, stehen bleiben. Nein, so weit zurück sollte es auch nicht. Danke, gut. Also. Genau, das Quarz brauchen wir nämlich, das Eisen brauchen wir definitiv. Ja, nehmen wir mal so ziemlich alles mit, was wir irgendwie hier gerade umlagern können. Und packen das mal um. So, einmal hier hoch. Und wisst ihr was, dann werde ich erstmal die Folge für jetzt beenden. Dann machen wir jetzt gleich eine neue. Und dann stelle ich nämlich erstmal alles um wieder. Weil das geht mir sonst auf die Nerven, wenn das zu sehr ruckelt. So. Moment, zack, zack, zack. Das alles erstmal hier weg. Und ja. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Me Play It Online. Bis dahin, weiterhin viel Spaß auf YouTube und tschüss.